Ich habe gerade was Cooles entdeckt. Ich fliege. Das ist echt unglaublich. Früher hatte ich da echt so Schiss vor. Und jetzt habe ich da wirklich langsam richtig Spaß dran. Und ich fliege, weil ich im sogenannten Flüssigzustand bin. Ich weiß echt gerade nicht mehr, wo in meinem Leben oben und unten ist. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich vergesse Sachen. Und ja, es ist einfach so, dass alle vier Körper von mir im Flüssigzustand sind. Der physische Körper, der hat eine Erkältung. Der intellektuelle Körper, der vergisst Leute anzurufen. Der vergisst, dass er einen Termin hat. Und der emotionale Körper, der fühlt alle Gefühle, Wut, Traurigkeit, Freude, Angst, boah, alles gleichzeitig. Und mein Seinskörper hat zwischendurch da totale Existenzangst. Und irgendwie stelle ich gerade fest, dass das genau der Zustand ist, wo sich echt was verändern kann. Genau da, wo ich nicht mehr weiß, wo es eigentlich hingeht, wer ich eigentlich bin, dass genau da ist es möglich, dass sich was verändert. Und in dem Zustand einfach weiterzuatmen und einfach durchzuschwimmen, die Welle zu surfen, egal ob das gerade das Wellental ist, einfach durchzusurfen. Und dann aus dem Flüssigzustand irgendwann wieder rauszukommen. Das erfüllt mich irgendwie mit Freude zu wissen, dass durch diesen Flüssigzustand etwas Neues möglich wird.